Zur Kurzvorstellung in der blauen Ecke, 66 Kilogramm schwer, 1,74 Meter groß, 23 Jahre jung, 2 Kämpfe, 2 Siege. P. Oliveira! Fighting out of the red corner, 66 Kilogramm schwer, 1,70 Meter groß, 25 Jahre jung. Ein Sieg auch bei ihm und er möchte euch den zweiten dazu nehmen. Memkerov! Und wir haben den ersten Titelkampf. Es geht um den Musashi Yamak Trophy. Präsentiert von Emre Yamak. Angesetzt, wie vorhin schon erwähnt, 3 Runden à 3 Minuten möglich. Wir haben aber MMA, sowas kann sehr schnell auch mal frühzeitig beendet werden. Der erste MMA-Kampf in der kleinen Olympiahalle zwischen Memkerov und De Oliveira. MMA bedeutet natürlich alles Stand-up, Ground-Game, Submission-Möglichkeiten, Knockout-Möglichkeiten. Ja, zweimal der schöne Low-Kick von Memkerov, der zögert gar nicht erst lange, versucht hier Richtung Takedown zu gehen, aber De Oliveira versucht sich den Rücken zu schnappen, die dominantere Position im MMA, schön rausgedreht, es geht am Boden weiter. Aus Brasilien, De Oliveira natürlich seiner Art und Weise, die Heimatland vom BJJ, wird auch hier schöner Takedown von De Oliveira. Neon Belly Armbar Versuch, aber zu kurz, der Ellbogen war nicht überhalb der Hüfte. Erneuter Versuch, hier den Armbar reinzunehmen. Schwerer Druck jetzt auf den Ellenbogen. Hammerfists. Jetzt wird es interessant. Es geht in den Arm. Es geht in den Triangle. Und das wird jetzt schwer. Da muss er raus. Da muss er Druck ausüben. Abtappung. First Round Finishes. Via Triangle Choke. Submission Winner. De Oliveira. Das ging schnell. Kämpfer, die energisch rangegangen sind, nochmal ein großes Applaus.
This is man and you better.